Ich darf Ihnen unsere Live-Mediation ansagen. Die Medianten, und so heißen die Teilnehmer einer Mediation, nicht Mandanten über Anwalt, sondern Medianten, bin ich frei. Die Lösung kommt nicht vom Mediator. Die Lösung kommt von Ihnen. Sie können sich darauf verlassen, alles, was in diesem Raum besprochen wird, unterliegt der vollständigen Schweigepflicht. Ja, soll ich anfangen? Oder? Fang du doch an. Ja. Wäre nichts Neues. Das ist erlaubt. Ja. Wir wollen am Anfang gleich nicht christliche sein. Wir werden schauen. Ja, okay. Meine Mutter ist 69 und lebt hier in Gauting in einem Einfamilienhaus. Und sie lebt da drin alleine. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Und ja, die Bewältigung des Alltags wird halt immer schwieriger für sie. Und ich wohne in München, mein Bruder wohnt in Hamburg. Es kommt halt immer öfter vor, dass meine Mutter mich anruft, weil jedes kleine Detail zum Problem wird. Ja, Sie müssen wissen, ich komme aus Hamburg. Ja, ich habe dort eine Familie. Ich bin auch nicht so alleine wie jetzt meine Schwester zum Beispiel. Ich bin ja gleich ums Eck aus München. Das ist doch nur eine halbe Stunde, 40 Minuten. Komm doch vorbei. Und mein Bruder hält sich da raus aus der Sache, weil er sagt, oh, Hamburg ist einfach zu weit weg für ihn. Sie können sich darauf verlassen, dass wir alle Themen, die besprochen werden müssen, besprechen werden. Was soll besser werden? Was soll sich ändern, wenn Sie jetzt eine Mediation machen, wenn Sie in die Zukunft denken? Was soll dann anders sein zu jetzt? Es kann eigentlich nicht sein, dass wir uns deswegen so zerstreiten und dass das Thema Mama und Familie so ein Igitt-Thema wird und man jedes Mal mit den Augen rollt und sagt, was ist denn schon wieder? Wir haben ein Ziel, auf das wir uns berufen können. Wir wollen in Zukunft wieder gemeinsam Weihnachten feiern können. Ich finde, die hat so viel Platz, die hat so viel Raum. Da könntest du doch auch mit dazu, um ihr in der Hinsicht zu... Naja, da sind wir wieder an dem Thema vom Vorher. Ich merke einfach, dass mein Verhältnis zu meiner Mutter durch diese ganze Sache auch irgendwie gestört wird. Nicht jeden Tag irgendeine Nachricht von ihr auf dem AB zu haben, da kriegt man manchmal, man kommt nach Hause und denkt sich, oh, nicht schon wieder. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich schaff das nicht. Ich habe einen Beruf und ich habe mein Leben und ich will mein Leben auch nicht fremd bestimmen lassen. Vielleicht kann man es ihr zusammen, denke ich, wäre vielleicht ein Punkt, den man angreifen könnte, dass man sagt, dass sie halt nicht merkt, dass wir gegeneinander arbeiten in dieser Hinsicht, sondern vielleicht doch, wir wollen ja das Gleiche, wir wollen ja, dass es unserer Mutter gut geht. Denken Sie, wenn Sie Ihrer Mutter so mit einer Einigkeit und mit einer Vision, wie so ein Auflösungsprozess des Hauses stattfinden könnten, denken Sie, dass Sie da besser erreichen wie bisher? Also es wird immer noch ein hartes Stück Arbeit werden. Wir haben das Thema, wir wollen gemeinsam mit der Mutter eine Lösung finden und ihr Lösungen aufzeigen, wie die Zukunft weitergehen kann, positiv. Dankeschön. Danke.